Ich erinnere mich noch gut an die Einschulung im letzten Jahr. Meine Güte, was waren wir aufgeregt, vor allem wir Eltern. Wo wollten nur die kurzen Beine mit dem riesen Schulranzen hin? Und so haben wir voller Aufregung zum ersten Mal den Ranzen gepackt. Und jetzt packen wir ihn schon wieder. Nach den großen Ferien geht es wieder los. Und da muss jede Menge rein. Da brauchen wir erstmal ganz viel weiße Blätter und bunte Stifte für die hoffentlich vielen tollen, bunten Geschichten und Eindrücke. Und natürlich brauchen wir auch ein paar Vitamine zur Stärkung. Ein Schirm kann auch nicht schaden, damit wir gut beschirmt sind bei schlechtem Wetter. Und der Schnutenpulli, der muss in diesem Jahr wohl wohl oder übel auch mit rein. Es ist etwas anders in diesem Jahr. Einschulung und Schulanfang sind nicht wie sonst. Darum packe ich heute symbolisch eine kleine Geschichte dazu. Jesus ist in einem kleinen Ort bei Jerusalem. Er hat dort viele Menschen um sich geschart und erzählt von Gott. Es kommen immer mehr und es kommen auch Eltern mit ihren Kindern. Da werden die Jünger, die Freunde von Jesus, böse und schicken die Kinder weg. Was wollen die hier? Die verstehen das doch sowieso nicht, die stören doch nur. Und Jesus bekommt das mit. Und Jesus sagt, nein, lasst die Kinder zu mir kommen, gerade sie. Schickt sie nicht weg. Vielleicht verstehen sie sogar manches sehr viel besser als ihr. Und er lässt die Kinder vortreten, legt ihnen seine Hände auf und er segnet sie. Diese Geschichte erzählen wir ganz oft in Einschulungsgottesdiensten und Schulanfangsgottesdiensten. Und so habt ihr sie auch in diesem Jahr einmal von mir eingepackt bekommen. Mir ist es wichtig, gewiss sein zu dürfen, dass da jemand neben meiner Tochter geht, dass sie nicht alleine ist, dass sein Segen mitgeht auf allen ihren Schritten. Dann kann auch ich als Mutter leichter loslassen. Und auch für mich selber ist mir das wichtig. Denn wie oft fühle ich mich selbst wie ein kleines Schulkind mit einem großen, schweren Ranzen, wenn ich neue Dinge wagen muss. Auch dann weiß ich, dass ich nicht allein bin. Jesus segnet die Kinder. Jesus segnet seine Kinder. So wie wir es sonst in den Einschulungs- und Schulanfangsgottesdiensten tun. Das ist je nach Schule nur eingeschränkt oder auch gar nicht möglich in diesem Jahr. Und so möchte ich heute gerne auf diesem Weg jedem, der das mag und braucht, einen Segen mit auf den Weg geben. Vielleicht könnt ihr dazu einander oder euch selbst einfach die Hände auf die Schultern legen. Der Herr segne euch und behüte euch, große und kleine, Anfänger und Weitermacher, mutige und ängstliche. Er sei bei euch, bei Kindern, bei Geschwistern, bei Eltern, Omis und Opis, bei allen, die ihn brauchen. Er stärke euch bei jedem neuen Schritt, sei an eurer Seite, helfe euch beim Loslassen, beim Anfangen und beim Auffangen. Und so sei er bei euch auf allen euren Wegen mit seiner unendlichen Liebe. Seid behütet. Amen.